Die SEC spielt einfach falsches Spiel auf Kosten der Kleinen, ne? Ist leider so. Aber gut, nur wenn man das nicht versteht, was da passiert, dann können sie machen mit uns, was immer sie wollen. Aber wenn wir das verstehen und so agieren, dass wir, wie gesagt, nicht genau das machen, was so heute im Video erklärt worden ist, dieses psychologische Schema, was der Mensch durchgeht, und emotionslos, strategisch und geplant an diese Sache herangehen, dann können sie nicht mehr mit uns machen, was immer sie wollen. Danke euch, Bitpanda Top, bin von Anfang an bei Bitpanda und bei Pro sind die Gebühren auch günstiger. Schön über Heroes Link angemeldet, Leute. Anmelden, Leute. Danke dir vielmals. Ja, habe ich vergessen zu erwähnen, es gibt natürlich Bitpanda und es gibt Bitpanda Pro. Ihr könnt mit den Login-Daten, die ihr bei Bitpanda habt, euch auch bei Bitpanda Pro anmelden. Ist was professioneller gestaltet für die schon länger dabei sind. Natürlich ist die User-Interface nicht so einfach wie bei Bitpanda. Also Bitpanda ist wirklich so gemacht, so einfach und leicht, dass Menschen, die nicht so viel Erfahrung und Ahnung davon haben, viel leichteren Einstieg in den Kryptomarkt bekommen. Bitpanda Pro ist halt wie eine normale Exchange gestaltet und da ist es nicht ganz ersichtlich und einfach, wenn man komplett neu auf dem Markt ist. Wenn du sagst, du gehst raus, meinst du auscashen oder swappen in welchen Stablecoin? Danke für alles. Swappen, ja, Stablecoin wird wahrscheinlich USDC bleiben, aber bis 2025 haben wir ja noch genügend Möglichkeiten. Ich glaube, der Euro-Stablecoin von Circle ist auch raus, wenn ich mich nicht irre. Wäre auch eine Möglichkeit. Bis dahin werden wir doch sehen. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt USDC wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Bis dahin werde ich mal sehen, wie dieser Euro-Stablecoin performt von Circle. Wie die Lage dann erstmal ist. Ob wir vielleicht nicht schon CBDCs da haben und gezwungen werden, in CBDCs das Ganze rumzuswappen, werden wir sehen. Was ist der Unterschied vom Stablecoin und normalen Euro aus Cashen? Der Unterschied ist einfach nur, dass der Stablecoin als Reserve eine Fiat-Währung hat. Das heißt, ich hole mir jetzt einen Euro-Stablecoin und was dann passiert, ist Folgendes. Die Herausgeber dieses Coins, die nehmen deinen Euro als Reserve und geben dir dafür eine digitale Version davon raus, und zwar den Stablecoin auf einer Blockchain. Klar muss man da eine kleine Gebühr zahlen, darum kriegst du nicht 100%, wenn du 1 Euro einzahlst, genau 1 Euro als Stablecoin. Du verlierst ein bisschen an Wert dadurch halt, ne? Was weiß ich, 99 Cent kriegst du dann vielleicht, je nachdem, über welche Blockchain du das minten lässt. Und dann hast du halt die Blockchain-Version davon. Diese kannst du in jede Blockchain transferieren, du kannst sie in verschiedene Exchanges transferieren und musst halt nicht den traditionellen Weg gehen, den der Fiat gehen muss halt, ne? Transfers über Banken mit mehreren Reibungspunkten, dass du nicht 2, 3 Tage warten musst, sondern einfach über einen simplen Transfer über die Blockchain deine digitalen Euros dann letztendlich direkt hin und her transferieren kannst. Du hast die Fähigkeiten, direkt zwischen verschiedenen Kryptos leicht hin und her zu swappen. Super, super einfach. Das ist einfach der Unterschied daran. Mit Bitpanda kaufst du deine Kryptos. EU reguliert ein. Sie haben sogar eine BaFin-Lizenz. Du hast die Möglichkeit, Sparpläne zu erstellen, in Aktien und in Kryptos zu investieren, sowohl auch Edelmetalle. Darum melde dich hier an über unseren Link in der Videobeschreibung und genieße das Trading sicher.